Herzlich willkommen auf meinem Kanal Cello Werkstatt. In diesem Video geht es um drei Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du dich mit dem Cello verbessern willst. Ich gebe dir ein paar hilfreiche Tipps mit einem PDF zum Download, wie du an diesen Themen arbeiten kannst. Bleib dran! Ich bin Susanna Magiroschi und wenn du neu hier bist, kannst du dich gerne zu meinem Newsletter anmelden unterhalb der Beschreibung. Dort bekommst du gleich die Checkliste Intonation und immer die neuesten Tipps, Zusatzmaterialien und Infos zu den Videos. Schnelles und unbewusstes Üben kann beim Cellospielen fatale Folgen haben, da es schlechte Gewohnheiten begünstigt und so deinen Fortschritt behindert. Wenn du schnell und nachlässig übst, neigst du dazu, deine Technik zu ruinieren. Das führt dann zu Haltungsproblemen deines ganzen Systems und was wiederum zu schlechter Intonation führt und dass du schlechte Hörgewohnheiten entwickelst. Wiederholtes Üben von Fehlern werden in deinem Gedächtnis so gespeichert und dann wird es wirklich schwierig, diese später zu korrigieren. Wenn du nicht achtsam übst, vernachlässigst du außerdem deinen musikalischen Ausdruck. Musik sollte Emotionen ausdrücken und das erfordert natürlich Sorgfalt und Aufmerksamkeit für alle Nuancen. Wie vermeidest du jetzt unachtsames Üben? Beginne langsam und stetig, übe in einem Tempo, bei dem du die Noten und die Intonation beherrschst, sodass sich deine Technik gut anfühlt. Teile schwierige Passagen in kleinere Abschnitte auf und arbeite daran, bis sie wirklich gut klappen, bevor du das ganze Stück spielst. Sei beim Üben voll konzentriert, vermeide jegliche Ablenkung und übe bewusst. Und arbeite mit einem Lehrer zusammen, um effektives Feedback zu erhalten und schlechte Gewohnheiten zu verhindern. Habe Geduld mit dir selbst. Der Fortschritt am Cello kann langsam sein, jedoch regelmäßiges und sorgfältiges Üben wird dich auf lange Sicht viel weiterbringen. Indem du langsam und aufmerksam übst, entwickelst du eine solide Technik und baust gute musikalische Gewohnheiten auf, die dich selber am Ende viel glücklicher machen. Eine gute Bogentechnik ist sehr entscheidend, da es einen Einfluss auf deinen Klang hat. Vermeide unbedingt einen steifen und unbeweglichen Daumen deiner Bogenhand. Anfänger können sich das schnell aneignen, aber dieser Fehler schleicht sich auch oft bei Fortgeschrittenen ein. Ein steifer Daumen führt dazu, dass die anderen Finger oft verspannt sind und eine klare Bogenführung sowie sanfte Bogenwechsel verhindert werden. Die Beweglichkeit und Muskelkraft der Finger funktioniert so dann nicht optimal und der Klang ist blockiert und klingt einfach nicht frei. Während des Bogenstrichs muss sich der Daumen beugen oder strecken können und die anderen Finger sollten flexibel und weich dieser Bewegung folgen. Hier sind zwei Übungen, um die Finger der rechten Hand besser zu spüren. Klopfübung mit allen Fingern 6 bis 8 Mal. Und die Streichelübung auch 6 bis 8 Mal. Eine gute und natürliche Fingerstellung beeinflusst den Druck, den du auf die Saiten ausübst und somit auf den Klang. Sei dir bewusst, dass deine Finger entspannt auf der Bogenstange liegen. Du wirst mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln. Vermeide unbedingt einen gepressten Daumen am Cellohals. Der Daumen liegt mittig gegenüber der anderen Finger und ist durch den Hals getrennt. Wenn der linke Daumen mit zu viel Druck gegen den Hals gepresst wird, löst dies eine Kettenreaktion aus, die sich negativ auf die Handhaltung und die Beweglichkeit der Finger auswirkt. Das kann sogar zu Verletzungen führen.
Es kann zu hakenförmig und steifen Fingern führen und schränkt die Beweglichkeit, Koordination und Unabhängigkeit der Finger ein. Korrekt sind runde und gekrümmte Finger. Du hast mehr Kraft und die Intonation wird dadurch begünstigt. Mit einer richtigen Handgelenksposition, nämlich gerade Linie mit dem Unterarm, können die Finger der linken Hand die Noten leicht und ohne Anstrengung erreichen. So ist die Hand stabil und außerdem richten sich Sehnen und Muskeln so aus, dass der linke Arm, die Hand und die Finger am wenigsten belastet sind. Um deine linke Hand optimal zu trainieren, kannst du laute Klopfübungen machen. Und die Finger mit Pizzicato kräftigen. Für weitere Tipps schau dir gerne dieses Video an. Da geht es um Aufwärmübungen und wie du deine Finger stärken, dehnen und unabhängiger machen kannst. Jeder Mensch hat unterschiedlich große Finger, Arme und Hände und für jeden ist es möglich, das Cellospiel zu erlernen. Wenn du Haltungsprobleme oder sogar Schmerzen hast, ist der beste Weg, es zu korrigieren und die Position zu finden, die dir hilft, deine Technik zu verbessern, ohne dich dabei zu überlasten. Und nicht vergessen, immer wenn deine Hände müde sind, eine Pause zu machen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, wie du diese drei Fehler vermeiden kannst oder dir ist es bewusst geworden, was du tun kannst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.